Ja, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen zu unserem neuen Vodcast, der dritte Vodcast in der Initiative Starke Pflege in Münster, die Pflegemodellregion. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Ausbildung. Ausbildung in pandemischen Zeiten, so haben wir das mal flapsig überschrieben. Aber dahinter gibt es natürlich einen ernsten Hintergrund. Ausbildung unter Corona-Bedingungen in der Pflege, sowohl in stationären Einrichtungen als aber auch in ambulanten Diensten, ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Und darüber wollen wir heute reden. Ich darf Sie begrüßen, erstmal als Koordinator der Initiative Starke Pflege in Münster, der auch diesen Podcast hier heute moderieren darf. Ich habe mir dazu zwei, ja, kompetente, mit dem Thema auch ständig befasste Menschen als Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ausgesucht. Einmal Sandra Horstkötter. Sie ist Leiterin der Pflegeschule der Johanniter am Johanniter Campus in Münster und verantwortet dort alles, was mit Ausbildung in Pflege zu tun hat. Und daneben Arndt Wirbelauer. Arndt Wirbelauer ist Inhaber und Einrichtungsleiter der Einrichtung Haus Wilking Hege in Münster Kinderhaus und hat auch da als Arbeitgeber jede Menge zu tun mit Ausbildung und ist auch pflegepolitisch sowohl in Münster als auch darüber hinaus immer mal wieder auch zu hören und engagiert. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns hier heute zusammengefunden haben und auch ein bisschen reden wollen miteinander, informieren wollen, auch die, die uns zusehen und zuhören. Und so wie das momentan fast unvermeidbar ist, möchte ich auch mit Ihnen nochmal einsteigen mit einem kleinen Rückblick, wobei ganz so weit zurückkommt, müssen wir gar nicht gucken. Wie ist das eigentlich mit Ausbildung in Pflegeeinrichtungen unter Corona, Frau Horstkötter? Wie ging das denn eigentlich los? Sie sind seit dem 01.01. mit der Ausbildung auch unter den neuen Rahmenbedingungen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, schon unterwegs. Wie war das denn, als dann im März der Lockdown kam und die Besuchsregelungen und Kontaktverbote in Kraft traten? Das war für uns eine ganz, ganz spannende Zeit, als es wirklich hieß, die Schulen sind geschlossen, wir können keine Auszubildenden mehr im Präsenzunterricht unterrichten, sondern wir müssen quasi über das Wochenende überlegen, wie funktioniert jetzt der Digitalunterricht. Rein theoretisch war Digitalisierung ja immer großes Thema, aber wir mussten schon überlegen, wie schaffen wir es jetzt, die Inhalte, die wir eigentlich präsent unterrichten, auch so rüberzubringen, dass die Auszubildenden auch die Themen zu Hause lernen können. Welche Unterstützungsmöglichkeiten haben wir, hatten wir? Welche Formen haben wir auch, zu den Auszubildenden nach Hause zu kommen, über so ein Video zum Beispiel? Was für Kanäle gibt es da alle? Und genau, es kam sehr plötzlich für uns. Es war völlig überraschend. Wir hätten nie damit gerechnet, dass Schulen geschlossen werden. Aber so ging es, glaube ich, allen. Naja, in der generalistischen Gruppe war es natürlich eine Problematik, weil die ja gerade erst angefangen sind im Januar. Aber was noch viel spannender auch in dem Moment war, wir hatten ja auch Kurse, die zum Examen da waren. Die hatten das praktische und das schriftliche Examen schon hinter sich. Und denen stand die mündliche Prüfung noch vor der Brust und es musste geschaut werden, wie kann denn eine mündliche Prüfung jetzt laufen unter diesen Bedingungen. Und wie ist es ausgegangen? Es ist gut ausgegangen, ja, aber es war spannend. Ich hatte den Teilnehmern Anfang März, hat es, glaube ich, noch gesagt, ja, wir kriegen das alles hin, das wird mit Sicherheit gut laufen, kein Problem. Dann kam der Lockdown, wo die Telefone heiß liefen, so in der Endphase eigentlich vor den mündlichen Prüfungen, wo wir auch Vorbereitungen per Telefon gemacht haben, letztendlich uns mündliche Prüfungen angehört haben und bewertet haben. Und wir heilfroh waren, dass wir dann auch mündlich vor Ort hier prüfen konnten. Zwar unter anderen Bedingungen, aber es ging. Und mittlerweile sind Sie aber wieder im normalen Schulbetrieb oder machen Sie auch immer noch viel digital, sprich im Fernunterricht, wie man es ja auch aus manchen Regelschulen hört? Ja, wir nutzen im Moment beides. Also wir haben fast alle Teilnehmer in der Präsenz eigentlich vor Ort, ja. Aber wir sind ja auch von der Methode, wie wir arbeiten, ein bisschen anders im Vorgehen. Wir können, machen keine großen Gruppenarbeiten gerade, weil wir sagen, okay, wir müssen die Teilnehmer ja auch gut trennen, letztendlich Abstand halten. Also kann es sein, wenn eine Textbearbeitung ansteht, dass wir die Teilnehmer erst statt zu der ersten Stunde zur zweiten Stunde einbestellen, dass sie zu Hause lesen, weil wir müssen ja auch Räume gut lüften können, wir müssen Abstände einhalten. Bei uns ist es auch so,
dass die Auszubildenden die Maske während des Unterrichts tragen. Und das ist natürlich sowohl für die Auszubildenden wie auch für die Lehrer einfach anstrengend. Ja, aber wir denken einfach, dass das wichtig ist, dass wir uns schützen und die Auszubildenden schützen und die es nicht weiter mitnehmen. Okay. Herr Weberlauer, wie war es denn bei Ihnen? Wie viele Auszubildende haben Sie eigentlich bei Ihnen im Haus? Zum Beginn der Pandemie waren es noch 8. Mittlerweile haben einige abgeschlossen und die 9 sind am Start. Also da war dieses Jahr eine Menge im Gang. Vier Leute im Examenskurs und ja, und 3 sind wieder nachgerückt. Also das ist eine große, eine große Veränderung und auch eine große Bereitschaft, in diesem Themenfeld unterwegs zu sein. Wir kommen ja vielleicht noch auf das Thema Bewerbersituation. Also da sieht es im Moment gar nicht so übel aus. Ja, das höre ich schon mal gerne, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber wie war das denn jetzt bei Ihnen? Die Leute, die im Examen waren, Frau Oskott hat ja gerade gesagt, das war ein ziemliches Bankspiel, die Menschen dann halt eben auch zu den Prüfungen zu kriegen und dann natürlich auch durchzukriegen. Wie war es denn bei Ihnen? Sind die alle durchgekommen? Wir haben eine Erfolgsquote von 75%. Das ist ja schon mal ganz ordentlich und entspricht eigentlich dem auch, was man in Regeljahren zu erwarten hat. Aber natürlich war das Ganze unter völlig anderen Vorzeichen in der Durchführung anzutreffen. Es haben sich andere Lerngruppen formiert. Die Lernmethoden, die man vielleicht aus den Vorkursen kannte, mussten ja komplett neu erfunden und probiert werden und zu guter Letzt auch praktische Prüfungen am Dummy zu machen anstelle der tatsächlich real lebenden Menschen, die man aus der pflegerischen Alltagspraxis betreut hatte. Das war schon eine Riesenumstellung und auch so ein bisschen befremdlich einfach in den Bereichen Kommunikation, Empathie. Das mit einem Dummy umzusetzen, war schon herausfordernd auf jeden Fall. Aber ansonsten, glaube ich, geht es ja in der Ausbildung eh darum, Neues, Unbekanntes kennenzulernen und für sich auch zu erproben. Und insofern war das natürlich für die Auszubildenden ein herausragendes Lernfeld, im Oberkurs das Thema Pandemie und Konsequenzen für das eigene Leben, für das eigene Lernen zu erfahren. Also ich glaube, sind alle dran gewachsen. Da wird ja auch das Thema Hygiene nochmal, so komisch das klingt, aber echt mit Leben gefüllt, ne? Absolut. Nun ist das Thema Hygiene ja eines, was wir in unserem pflegerischen Alltag eher kennen als meinetwegen ein Bürobetrieb. Soweit war dann das Thema Viruspandemie gar nicht entfernt von unserem pflegerischen Alltag und anderen Symptomatiken, die wir erkennen. Aber in der Konsequenz und in der weltweiten Beobachtung zu stehen, war natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und als die Auszubildenden nicht in die Schule gehen konnten, waren die dann bei Ihnen im Einsatz oder haben die zu Hause gelernt? Ja, das war so ein Disput, den wir auch zum Teil, Frau Oskötter, zusammenführen mussten. Wie gehen wir damit um? Wo lernt man jetzt Pandemie am ehesten, in der Theorie oder in der Praxis? Und ist tatsächlich digitales Lernen so effektiv in dem Augenblick oder sind die Auszubildenden vielleicht sinnvollerweise gerade erstmal in der Praxis unterzubringen, um zu schauen, was dort an Herausforderungen auf uns zukommen würde. Zu guter Letzt, glaube ich, haben wir gute Wege gefunden. Die Pandemie hat uns in Münster nicht so stark getroffen, wie wir das aus anderen Regionen und Ländern hören mussten. Und so konnten wir mit dem Personaleinsatz eigentlich relativ entspannt umgehen und auch die Auszubildenden konnten eigentlich ihren Lernmodus beibehalten. Also auch ihren Theorie-Lernmodus beibehalten. Okay. Frau Hausgötter, war das mit allen Arbeitgebern so entspannt? Nein. Es war aber auch eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man sich das überlegt. Es wusste keiner, was auf uns zukommt, wie lange etwas dauert und wie lange etwas auf uns zukommt. Und wenn man die anderen beiden Podcasts im Vorhinein verfolgt hat, dann haben ja auch alle Teilnehmer gesagt, dass man wirklich unter enormem Stress war. Sowohl die Einrichtungen, wie ja auch die WTG-Behörde, aber auch wir als Schule waren unter Stress letztendlich. Wir wollten es richtig machen, natürlich. Wir wollen die Einrichtungen unterstützen, weil das sind unsere Kooperationspartner. Wir wollten aber auch die Auszubildenden Ausbildung ermöglichen. Wir sollten laut Allgemeinverfügung
auch sicherstellen, dass die Auszubildenden die hygienischen Rahmenbedingungen kennen und dass das alles so läuft in der Praxis, wie das von der Hygiene gefordert ist. Also da gibt es Paragraphen, die das alles zu uns hinweisen. Und letztendlich, ja, es gab viele, viele Gespräche, wo ich, glaube ich, im Nachhinein sagen kann, dass die in dem Moment teilweise auch heftig geführt wurden und waren und wo Kommunikation nicht unbedingt einfach war. Aber ich glaube, dass wir im Nachhinein noch viel gesprochen haben und da hat Herr Wirbel auch recht, wir haben im Nachhinein viel gesprochen mit verschiedensten Einrichtungen und es hat sich einiges, glaube ich, schon beruhigt. Und ich glaube, wir haben nicht alles schlecht gemacht, nicht alles verkehrt gemacht, aber an Stellen der Kommunikation hätten wir auch von unserer Seite manches vielleicht auch nochmal anders formulieren können, klar. Mhm. Aber es wusste einfach keiner, was passiert. Ja, weil Sie haben ja gerade das Spannungsfeld auch so aufgezeigt, ne? Auf der einen Seite natürlich den Kooperationspartner ja bedienen wollen, aber auch den Auszubildenden natürlich die Inhalte vermitteln und das Wissen vermitteln. Ich glaube, das ist schon auch eine große Herausforderung gewesen. Und wir haben ja auch aus den anderen Gesprächen immer wieder auch gehört, hey, gerade am Anfang hat da keiner gewusst, wo geht der Hase jetzt lang und erst so langsam mit ein paar Erfahrungen, glaube ich, kann man jetzt so sowas wie, naja, ich will nicht sagen heiterer, aber zumindest Gelassenheit zurückkehren. Und vielleicht hat das ja den einen oder anderen auch näher zusammengebracht. Okay, wollen wir es an der Stelle mal mit dem Blick auf Corona ein Stückchen bewenden lassen, wird uns vielleicht dann noch an der anderen Stelle nochmal begegnen. Aber mich würde gerade nochmal interessieren, Sie haben ja schon vorhin auch angedeutet, wir sind jetzt am Anfang des Jahres in die Generalistik eingestiegen, also in die neu organisierte, neu strukturierte Ausbildung. Sie waren, kann man auch noch mal der Presse entnehmen, in Münster ganz vorneweg am 1.1. glaube ich, hat bislang kaum einer versucht, so früh am Start zu sein. Manchmal, naja, ist ja der Erste, der morgens unterwegs ist, derjenige, der die dicksten Würmer kriegt, der frühe Vogel unterwegs ist. Aber manchmal kriegt er halt eben dann noch das eine oder andere aus der Nacht mit. Wie ist es Ihnen denn ergangen, so früh loszulegen und welche Erfahrungen machen Sie mit Generalistik? Also der frühe Start, der hatte wirklich beides, das passte sehr gut vom Beispiel gerade. Wir haben viel, viel eher damit gerechnet, dass Gesetzgebungen da sind oder Rahmenpläne da sind. Und für uns war der Start 1.1. eigentlich gar nicht so verrückt. Nur dass so viele Dinge so spät kamen, macht es uns sehr, sehr schwer, dann einen Zeitplan aufzustellen, diese ganzen pragmatischen Dinge zu erledigen. Die ganze Bürokratie rund um die Generalistik, viele Dinge standen einfach noch gar nicht. Und wir haben wirklich kurz vor Weihnachten mit der Bezirksregierung zusammengesetzt und haben noch bestimmte Dinge auseinanderklamüsert und überlegt, ob es so geht oder so, ob das der richtige Format ist oder das andere. Also es ist viel kurz vor knapp dann entschieden worden, was Bürokratie angeht, was den Plan angeht, was wir unterrichten wollen und wie wir unterrichten wollen. Da waren wir uns... Da hatten wir einen Plan, das wussten wir, wohin es gehen soll und wie es funktionieren soll. Das schon. Mhm. Und hat das auch geklappt mit der Einrichtung, Organisation, der Praktikumsstellen? Da gibt es eine große Herausforderung, in welchen Praxisfeldern die Auszubildenden einzusetzen sind. Mhm. Wie sehen da Ihre Netzwerke aus? Das sieht im Moment ganz gut aus. Also wir haben Kontakte zu verschiedenen Krankenhäusern, wir haben auch Kontakte zur Psychiatrie, wir haben die Langzeitversorgung, die ambulante Versorgung ja schon lange als Kooperationspartner. Was uns noch ein bisschen Schwierigkeiten macht, ist die Pädiatrie. Da haben wir Kontakte und da haben wir auch einiges schon unterschrieben. Aber da haben wir mit Sicherheit noch Bedarf, weitere Kooperationen zu schließen. Mhm, okay. Ja, fragen wir mal die... in Anführungszeichen, andere Seite. Herr Weberlauer, wie ist es denn bei Ihnen angelaufen mit der Generalistik? Ja, wir gehörten nicht zu den frühen Vögeln, sondern haben gesagt, lass erstmal die anderen starten. Und wir als Einrichtung haben dann den Zugriff getätigt jetzt zum 1.9. und 1.10. Mhm. Es ist eher so meine Gangart, lass die anderen doch erstmal gucken und vielleicht auch die Kinderkrankheiten schon mal so ein bisschen auskurieren, bevor wir dann aufspringen. Aber das ist vielleicht auch eine persönliche und eine Trägermentalität hier vor Ort als Einzelunternehmen. Das kann man sicherlich auch anders handhaben. Kritisch diskutiert haben wir tatsächlich das Phänomen, wer kümmert sich
um die Praxiseinsätze? Ist es mehr die Praxisstelle selbst oder ist es das Fachseminar? Das wird ja in der Szene auch sehr kontrovers diskutiert. Ich persönlich bin auch da der Meinung, dass die Fäden der Praxiseinsätze bei den Fachseminaren zusammenlaufen sollten, so wie man das vielleicht von privaten Universitäten oder sowas kennt, die die Kooperationspartner haben und ihre Absolventen zu Partnern abdelegieren können. Das finde ich hilfreich, weil sonst ja jedes Unternehmen den Telefonterror bei allen anderen üben muss, um eben an die Einsatzorte ranzukommen. Und Frau Hospert hat es gerade angesprochen, auch das Thema Pädiatrie ist besonders diffizil, weil es häufig dann über die niedergelassenen Ärzte geht oder auch über therapeutische Einheiten, die zum Teil auch eben nicht so groß sind wie Kliniken oder andere Verbünde. Da wird es schwierig, dann im Drei-Wochen-Rhythmus Praktikanten zu organisieren. Da, glaube ich, wäre es definitiv hilfreich, wenn das zentraler organisiert werden könnte oder würde. Im Moment obliegt es einfach noch dem Verhandlungsspielraum zwischen Fachseminar und Kooperationspartner. Ich würde mir das entschiedener und eindeutiger geregelt wissen wollen. Ja. Okay. Wie ist das denn, Frau Oskar? Ist das nicht angelegt im System, dass Sie quasi die Spinne im Netz sind? Ja, wir sind die Spinne im Netz, die nachher alles kontrollieren soll und alle Fäden spinnen soll, ja. Wir haben das unterschiedlich mit unseren Kooperationspartnern. Einige machen es selber, also die organisieren die Praxiseinsätze selber für ihre Auszubildenden. Für viele Einrichtungen übernehmen wir das aber auch. Und da haben wir dann auch die Kooperationen zu den anderen Einsätzen. Also wir haben beides gerade. Das heißt, je nach Teilnehmer erfahren die das dann auch ganz anders, dass sie von der Schule an die Hand genommen werden und koordiniert werden und andere dann wiederum von ihrer Einsatzstelle, von ihrer Haupteinsatzstelle. Genau, so ist das. Okay. Und das war auch so gewollt? Ich überlege gerade. Vom Prinzip, der Gesetzgeber schreibt es ja der Praxis zu, dass die sich kümmern soll. Viele Einrichtungen haben nachgefragt, ob wir es übernehmen können. Und wir schreiben ja auch diesen praktischen Ausbildungsplan für die Einrichtungen dann auch und die entsprechenden Auszubildenden, sodass ich das... Ich glaube, ein Drittel macht es selber und für zwei Drittel übernehmen wir es. Okay, ja, das ist doch mal eine Ansage. Okay, Herr Wipperlauer, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, die aktuelle Nachfragesituation. Ich habe gerade nochmal nachgeschlagen, wir haben momentan in vielen, vielen Ausbildungsberufen aktuell offene Stellen, sprich, da können Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Wie sieht es denn bei Ihnen aus in Ihrer Einrichtung? Sind da alle Ausbildungsplätze belegt, besetzt und wie ist es mit der Nachfrage nach weiteren? Ja, also seit die Altenpflegeumlage installiert worden war, ging man davon aus, dass ungefähr auf drei Vollzeitstellen, drei Auszubildende auf 24 Vollzeitstellen kommen, also sprich acht Vollzeitstellen, ein Auszubildender. Das werden alle Praxisstellen bestätigen. Das hat sich in der Zukunft dann ganz anders erwiesen. In unserer Einrichtung, wie gesagt, 7 bis vielleicht 9 Auszubildende, das ist eine ganz andere Quote, als man das im Vorfeld rein rechnerisch erwartet hätte. Diese Quoten können wir auch meistens erfüllen. Und ich bin auch erstaunt, dass mit dem Eintritt der Generalistik das bisher noch nicht zu einem totalen Einbruch geführt hat, weil es war ja gar nicht klar, wie sich zukünftig dann die Bewerber verteilen würden, ob sie dann doch vielleicht tendenziell bei der Chance auch als Pflegefachmann, als Pflegefachfrau auf sich klinisch anzudocken, vielleicht eher dann in diesen Bereichen orientieren würden. Aber so wie es bislang aussieht, und vielleicht profitieren wir dann noch so ein bisschen aus der Tradition, heraus sind durchaus die Bewerberzahlen für die Altenpflege nach meiner Beobachtung noch gut. Also nichtsdestotrotz ist das ja ein weites Feld. Wir reden ja schon seit langem darüber, in welcher Qualität möchten wir denn Auszubildende gewinnen, mit welcher Sozialisationserfahrung, in welchen Altersstufen
mit welchem Schulabschluss, vielleicht sogar mit Quereinstiegen aus einem anderen Lehrberuf, aus einem Studium oder einem abgebrochenen akademischen Werdegang, gegebenenfalls Quereinstieg aus der Familienphase, gegebenenfalls eine völlige Umorientierung in der vierten oder fünften Lebensdekade, dass man sagt, mein ursprünglicher Beruf war mir dann doch jetzt, wenn ich mich um eine Wiederrückkehr bemühe, zu trocken oder mit der Erfahrung jetzt aus der Familienphase beispielsweise hat sich mein Anspruch auch für ein gesellschaftliches Miteinander verändert und ich gucke mich jetzt mal im Bereich Pflege um. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, ob wir tatsächlich diese Gruppierungen auch erreichen. Ja, da würde ich gleich gerne mit Ihnen noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch was Sie da für Ideen haben oder was es da für Vorstellungen gibt, weil ich glaube, das ist eine große Herausforderung angesichts dessen, dass wir in der nächsten Zeit eben mehr Personal benötigen werden, sowohl was die Hilfskräfte als auch die Fachkräfte anbelangt. Aber ich würde gerne noch mal kurz zu der ursprünglich von mir gerade gestellten Frage zurückkommen mit Blick auf Frau Horstkötter, weil ich weiß, dass die Pflegeschule der Johanniter sehr ambitioniert unterwegs ist. Ich glaube, mehrere Starttermine im Jahr hat und da muss man ja schon ordentlich was dann auf den Markt bringen oder beziehungsweise vom Markt holen, um die Kurse immer voll zu kriegen. Wie läuft es denn gerade bei Ihnen, was die Nachfrage anbelangt? Also der erste Kurs im Januar, der wurde extrem gut nachgefragt. Erst hieß es ja, es dürfen 20 Teilnehmer starten, dann wurde er nochmal hochgesetzt auf 25 und mit Genehmigung der Bezirksregierung durften 27 starten. Die ganzen 27 Teilnehmer sind nicht mehr alle da, das stimmt, aber es gab eine sehr, sehr große Nachfrage, gerade für diesen Januarkurs und das war auch wirklich ein sehr, sehr starker Kurs von den Qualifikationen her. Im August und Oktober sind wir auch gut gestartet, also jetzt im Oktober sind nochmal 20 Teilnehmer gestartet. Mhm. Für den nächsten Januarkurs, da könnten wir auf jeden Fall noch aufnehmen. Da halten wir noch Plätze frei und da würden wir gerne noch Auszubildende nehmen, auf jeden Fall. Aber ja, dreimal im Jahr ist viel. Haben Sie auch Auszubildende angetroffen, die gesagt haben, ich komme jetzt, weil mir Corona nochmal gezeigt hat, wie wichtig Pflege ist? Hat es das gegeben? Wir sind ja im Januar gestartet und dann erst wieder im August. Ja. Wir hatten Gott sei Dank nicht diese Problematik mit dem Start im April, wo es ja direkt mit digitalen Unterricht losging. Wegen Corona ist so jetzt keiner gestartet. Das war zumindest Thema im Vorstellungsgespräch. Ja, okay. Ja, weil da gab es ja einige Spekulationen darüber, dass jetzt auch Menschen in die Pflege gehen, weil das ja so ein systemrelevanter Beruf ist. Aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten, wie sich da die Motivationen entwickeln. Okay, ich würde gerne, Herr Weberlauer, Sie haben es gerade schon mal angedeutet, wir haben ja eigentlich so den klassischen Zugang immer über die Schulausbildung oder über die grundständische Schule und dann halt eben als junge Leute in die Ausbildung zu gehen. Aber wir haben mittlerweile doch viele, viele unterschiedliche Zugänge in Ausbildung. Und wie erleben Sie da das System? Ist das ausreichend flexibel oder brauchen wir da in Zukunft nochmal neue Ideen, neue Modelle, neue Zugänge, Herr Weberlauer? Ja, im System wurde Flexibilität ja häufig abgebildet über eine Akademisierung beispielsweise und durch eine Hervorhebung der Durchlässigkeit des Bildungssystems. Wenn wir aber wirklich betrachten, dass wir in der Ausbildung Menschen kennenlernen, die vielleicht im jungen Erwachsenenalter, End-Teenager-Alter sind und gleichzeitig Leuten begegnen, die mit oder gar End-50er sind, die sagen, ich habe durchaus noch einige wertvolle Berufsjahre vor mir und da lohnt es sich auch noch eine Ausbildung zu machen, glaube ich, dass man nochmal sehr genau hingucken muss, mit welcher Dynamik, mit welcher Präzision man im Bewerber-Assessment auch schaut, welche Kandidaten habe ich da und nicht eine zu wilde Mixtur in den jeweiligen Kursen herstellt. Also wir haben eine Mixtur unterschiedlicher Schulabschlüsse, berufliche Erfahrung, Lebenserfahrung. Wir haben ganz internationale Kurszusammensetzungen und also aus der Praxis gesprochen Auszubildende und Mitarbeiter. Und da muss man wirklich schauen, um niemanden zu frustrieren durch Überforderung oder auch Unterforderung,
dass man vielleicht nochmal guckt, wie setze ich tatsächlich Lerngruppen zusammen? Kann ich eventuell, das wäre mein Wunsch, auch dynamisieren, dass ich sage, es gibt für bestimmte Menschen einen Vorkurs, sei es im Sinne Fachterminologie oder überhaupt nochmal in der sprachlichen Kompetenz, während vielleicht bei anderen es möglich wäre, das erste oder gar zweite Semester zu überspringen oder bei bestimmten Leistungsnachweisen zu sagen, okay, wir lassen sie vom ersten ins dritte Semester gehen, diesem Leistungsvermögen zu entsprechen auf der einen Seite und auch um Fachkräfte schneller wiederum auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen zu können. Es wäre gar nicht notwendig, da quasi auf die Lernbremse zu treten, um im Kurssegment nicht nach vorne zu preschen und da unbequemer Teilnehmer zu sein oder auch bei uns in der Praxis jemanden bremsen zu müssen, weil er per Gesetz bestimmte Dinge nicht tun darf. Und da sollte man auf jeden Fall überlegen, ob es quasi Überholspuren, Turbo-Lehrgänge, gegebenenfalls verkürzte Ausbildungen natürlich oder auch eben Streckungen, Vorkurse gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, Leute mit besonders herausragenden Ergebnissen kommen einfach nach dem zweiten Lehrjahr schon ins Examen und machen dann aber noch ein praktisches Jahr mit einem anschließenden Kolloquium. Also ich glaube, da gäbe es sehr viele kreative Lösungen, die zwischen Theorie und Praxis und natürlich dem Gesetzgeber abzustimmen wären. Also mehr Bienendifferenzierung, da wirklich genauer hinzugucken, welche Lernvoraussetzungen, Startvoraussetzungen haben die Leute, brauchen die nochmal eine Vorbereitung für eine Ausbildung, sei es sprachlich, sei es vielleicht aber auch von ihrem Lebensrhythmus her oder halt eben aber auch eine Beschleunigung, schneller durchzukommen, auch mal das eine oder andere Semester überspringen können, um dann vielleicht aber anschließend, vielleicht aber dann schon mit einer Examinierung, aber in den Berufsalltag nochmal besonders begleitet und beobachtet reinzugehen. Ja, Frau Horstkötter, wenn Sie das so hören und Sie sind jetzt gerade dabei, die Kurse zusammenzubringen, was denken Sie davon? Was halten Sie davon? Ja, ich glaube, man kann es so oder so sehen. Wir haben ganz bunte Kurse auf jeden Fall. Und von der Altersspanne, das stimmt, da sind die 17-Jährigen zum Teilweise und auch die Mitte-50-Jährigen. Und von den Ausbildungsständen, wir haben so viele bunte Vorerfahrungen. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer Sitzung von einem Matrosen gesprochen, den wir da haben, und Schiffsmechaniker und. Also es ist manchmal ganz interessant, was für Menschen wir da haben. Man kann jetzt natürlich auch auf der anderen Seite sagen, die geben sich ja auch gegeneinander etwas oder gegenseitig etwas und können sich unterstützen und auch weiterbringen und voneinander profitieren. Es gibt viele Angebote oder wir nutzen viele Angebote, um die Lernschwächeren zu fördern. Also ob es die Sprachschule ist, die ein- oder zweimal wöchentlich stattfinden kann für drei Stunden, die wir anbieten. Ob es Lernwerkstätten sind, ob es nochmal gesonderte Termine sind, wo wir versuchen, nochmal mit Pflegeplanung zum Beispiel den Auszubildenden durchzugehen, zu besprechen, weiterzubringen. Also in der Unterstützung gibt es einiges, was es nicht gibt, was wir auch schon mal versucht haben, das ist gar nicht so die Frage, jemanden zu beschleunigen. Beschleunigung ist nicht der Wunsch bisher gewesen, da gibt es noch nichts. Und ich würde mir auch sehr wünschen und da könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Vorstufen gibt. Und es gab ja, bevor die Generalistik wirklich beschlossen wurde, gab es ja viele, viele Ideen und Ideensammlungen. Und es war mal eine Idee, wirklich ganz, ganz viele verschiedene Module anzubieten, wo man unterschiedliche Abschlüsse machen kann und an unterschiedlichen Zeiten auch aus der Ausbildung, aus der Qualifizierung aussteigen kann. Das wäre mit Sicherheit noch etwas gewesen, was dem einen oder anderen sehr entgegengekommen wäre. Ja. Und was bei diesen niederschwelligeren Dingen immer noch eine Problematik ist, also wir haben ja lange den Altenpflegehelfer ausgebildet und für uns war es eine Problematik, dass der Altenpflegehelfer, der ja auch wichtig ist, aber oder auch einen Zugang hätte nachher in die dreijährige Ausbildung, aber derjenige bekommt kein Geld, der bekommt keine Ausbildungsvergütung. Also wer geht dann und wer will dann in diese Qualifizierung für das eine Jahr hineingehen? Man muss sich dann halt auch schauen, wie man seinen Lebensunterhalt bestreitet, wie man
ja, Schule, Familie, alles unter einen Hut bekommen. Und da war Lernen für die Teilnehmer häufig sehr, sehr schwierig, weil sie parallel auch noch häufig einen Job hatten, wo sie Geld verdient haben. Ja. Ja, zu dem Thema Ausbildung von Assistenz- und Hilfskräften kommen wir gleich nochmal. Ganz kurz nochmal zurück zu der Regelausbildung. Gibt es eigentlich bei Ihnen in Münster eine berufsbegleitende Ausbildung? Das heißt, da kann ich nochmal auch gut Geld verdienen, aber ich kann berufsbegleitend die Ausbildung machen. Das ist ja gerade für Quereinsteigerinnen mit Familien. Verantwortung, eine wichtige Frage, die einfach Geld verdienen müssen, um eine Familie zu finanzieren. Gibt es das in Münster? Herr Webelauer, Sie nicken. Ja, ist die Frage, wie man berufsbegleitend definiert. Aber für Menschen, die halt in der Erwerbstätigkeit sind, zum Beispiel schon seit mehreren Jahren in der Helferposition angelernt oder mit einjährigem Examen, die befürchten, dass wenn sie in die Ausbildung gehen, finanzielle Verluste davon tragen, weil sie dann auf das Ausbildungsentgelt, was nicht schlecht ist, aber vielleicht weniger ist als das, was man vorher verdient hat, zurückfallen würden. Für die gibt es unterschiedliche Finanzierungsformen durch öffentliche Gelder, wie zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, die den Bildungsgutschein ausstellt und quasi Umschulung finanziert. Das heißt, man wird vom Ausbildungsbetrieb weiter auf mindestens der Höhe des Entgeltes finanziert, was man vorher finanziert verdient hat, und bekommt als Unternehmen eine Erstattung durch die Bundesagentur. Der dann Auszubildende ist freigestellt von seiner beruflichen und arbeitsvertraglichen Verpflichtung, geht komplett als Auszubildender in die Ausbildung und wird im Betrieb nur zu den tatsächlichen Pflichtpraxiseinsätzen im Betrieb gesehen, bis zum Abschluss der Ausbildung. Also es ist, man erkennt schon, dass der Bund die Bedarfslage erkannt hat und baut zum Teil wirklich goldene Brücken, um in diesen Beruf aufsteigen zu können. Das Handicap an der Geschichte ist aber dennoch, wenn ich als Unternehmen den Helfer in eine Fachkraftausbildung schicke, fehlt er mir ja zunächst einmal schlicht und ergreifend als Mitarbeiter. Ja, sodass das Upgrade sozusagen wunderbar ist für alle Beteiligten. Schöner wäre es natürlich auch, wenn gleichzeitig nachschieben würde, der vielleicht ungelernte oder einjährig Examinierte. Und wie Frau Hostkötter sagte, ist ja jetzt gerade das Problem, wo nehmen wir diese einjährige Ausbildung her oder wie wird sie dauerhaft vielleicht im Vergleich zur dreijährigen Ausbildung dastehen, was die Finanzierung angeht. Ja, es ist ja auch ein drängendes Thema, wenn man das nochmal ernst nimmt. Wir haben im Augenblick ja das sogenannte Rotgang-Gutachten, was veröffentlicht worden ist, was jetzt auch dazu führen soll, dass es eine Roadmap zur Reform der Pflegeversicherung gibt, aber eben auch eine bessere Ausstattung der Pflegeeinrichtung mit Personal. Ein erster Zwischenschritt soll sein, ab dem 1.1. Schon 20.000 neue Pflegehilfskräfte und Assistenzkräfte in die Einrichtungen zu bringen. Einmal mal vom Arbeitsmarkt weg, ob man die am Arbeitsmarkt zurzeit überhaupt kriegen kann. Aber wie sollen die denn qualifiziert werden, wenn es zurzeit keine Ausbildungen gibt oder keine lukrativen, interessanten Ausbildungen gibt für Assistenz- und Hilfskräfte, Frau Hostkötter? Das ist eine gute Frage. Das ist immer noch offen. Letztendlich soll es ja die Pflegeassistenzausbildung geben. Das hat uns unser Minister Laumann ja auch im Januar nochmal berichtet, als er da war, um die Generalisten zu begrüßen, dass das in Planung ist. Ich denke mal, Corona hat ihm da auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, vielleicht. Zumindest gibt es für uns noch keine klare Regelung, wie diese vielleicht 2 Jahre denn dann ablaufen sollen oder was da passieren soll. Es gibt noch keinen Rahmenlehrplan zum Beispiel. Das heißt also, die generalistische Assistenz- und Hilfskräfteausbildung müsste unbedingt vom Land Nordrhein-Westfalen jetzt auf den Weg gebracht werden, damit Sie aktiv werden können, um den Nachwuchs dann überhaupt auch zu kriegen. Herr Weberlau, wie stellen Sie sich das denn dann vor mit den 20.000? Ich weiß nicht, wie viel würden bei Ihnen jetzt rein rechnerisch dann gewonnen werden dürfen? Das ist im Zweifelsfall eine Stelle für die Einrichtung.
Das ist jetzt nicht so riesig viel. Wir hatten das ja vor einiger Zeit schon mal durch die Pflegestärkung, dass das Thema Fachkräfte, zusätzliche Fachkräfte für die Einrichtung diskutiert wurde. Zum Teil waren es Neueinstellungen, zum Teil waren es Definanzierung bereits vorhandener Kräfte, sodass wir nicht davon ausgehen dürfen, 20.000 neue Vollzeitstellen heißt, wir brauchen 20.000 neue Köpfe. Im Zweifelsfall brauchen wir sehr viel mehr Köpfe, weil nicht alles in Vollzeitstellen eingestellt werden würde oder eingestellt werden könnte. Aber sehr wahrscheinlich würden einfach vorhandene Kräfte eine günstigere, bessere Refinanzierung bekommen. Mhm. Nach meinem Dafürhalten. 20.000 Kräfte ansonsten lassen sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Und wie wir es ja gerade diskutiert haben, ohne die entsprechenden Ausbildungen, die im Vorhinein angeboten werden, sind die natürlich zum 1.1. nicht präsent als Pflegeassistenten. Das heißt, es wird schwierig sein, die an den Start zu bringen, aber ja, man muss auch nicht ganz so skeptisch sein. Um so viele Menschen wird es am Ende nicht gehen, aber wenn man das mal hochrechnet, glaube, wir haben eine Beschäftigungsquote von 0,75, also durchschnittliche Stelle. Das heißt, man kann dann nochmal ein gutes Viertel draufrechnen. Das heißt also, über den Daumen brauchen wir so zwischen 25.000 und 27.000, sogar ein bisschen mehr, fast 30.000 Menschen, die wir da irgendwie gewinnen müssten, um halt eben dann auch diese Stellen in Zukunft besetzen zu können. Aber erstmal wollen wir uns ja nicht beklagen, dass es überhaupt eine Finanzierung für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Aber man sieht eben, nur das Geld auszugeben und nur das Geld bereitstellen für die Bezahlung ist dann halt eben auch nicht alles. Das heißt, da muss am Markt auch noch ganz viel passieren. Wenn Sie sich wünschen dürften zum Abschluss, mit Blick auf Ausbildung, mit Blick auf auch Weiterentwicklung von Ausbildung, Frau Hauskötter, wenn jetzt hier jemand säße mit so einer Wundertüte, dem Sie was reinstecken könnten, einen Zettel zum Wünschen, was würden Sie ihm reinschreiben? Ich glaube, ich brauche gar keinen mit der Wundertüte. Ich brauche vielmehr die Kommunikation zwischen Einrichtungen, zwischen Stadt, zwischen Ministerium. Also ich glaube, alles das, was wir eigentlich schon wissen, was wir brauchen, schon oft benannt haben, das muss passieren. Und letztendlich müssen wir einfach viel mehr miteinander ins Gespräch gehen und kommen, egal ob es die Kooperationspartner sind, ob es die Praxisanleiter sind dort. Wir müssen einfach viel, viel mehr miteinander sprechen und da muss uns die Möglichkeit müssen wir einfach haben. Mhm. Herr Weberlauer, was würden Sie gerne noch loswerden als Wunsch oder als Appell oder als Forderung von mir aus auch geschenkt? Naja, Wünsche sind immer so ein bisschen verknüpft mit Utopien. Ich persönlich glaube, dass wir uns als Gesellschaft auch jetzt mit der Erfahrung dieser Corona-Pandemie noch mal ein bisschen besinnen müssen und vielleicht neu aufstellen müssen. Und da geht es aus meiner Sicht darum zu schauen, welche Berufe brauchen wir tatsächlich, um in einer globalisierten Gesellschaft bestehen zu können? Und wenn wir uns entscheiden, das Thema Hilfe für alte, kranke, schwache Menschen aus kulturellen Gründen weiter so zu betreiben, wie wir es aktuell auch diskutieren, dann, finde ich, müssen wir im gesamten Bildungssystem danach schauen, dass nicht nur akademische Berufe eine Zukunft haben oder der Wunsch von Eltern oder Abiturienten sind, sondern dass wir tatsächlich sagen, wir brauchen Kernbereiche in unserer Gesellschaft. Dazu gehört Pflege, dazu gehört aber, mal ein kleiner Schwenker, auch die Müllabfuhr. Kernbereiche, die unser Leben sichern und das ist ein großer Wurf, das ist kein Wunsch, den man auf den Wunschzettel schreibt und an Weihnachten erfüllt wird. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weitergehen und wirklich umdenken, damit wir weiter funktionieren können. Okay, ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die vielen Informationen, glaube ich, die hier auch gerade über den Äther gegangen sind, draußen an die Geräte und für die vielen Impulse auch. Ich denke, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Wir werden Mitte November auch nochmal wieder einen Facebook-Live-Talk zu dem Thema haben. Aber ich glaube, da haben wir schon jetzt hier in dieser Runde
viele Themen und Fragen auch bearbeitet bzw. beantwortet. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und schalte jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Resttag und allen Zuhörern und Zusehern viel Spaß an diesem Podcast, dass Sie viel Spaß gehabt haben an diesem Podcast und Podcast und auch an denen, die noch kommen werden. Wir von Starke Pflege in Münster machen auf jeden Fall weiter. Vielen Dank und tschüss. Komm in die Pflege, jetzt!